Bauchmuskeln sind nicht mehr. Bauchmuskeln sind nicht mehr. Aber die waren ja bei dir auch nie der Stärkste, muss man sagen. Nein, wenn ich, ja. Aber sie, ich, ja. Servus Leute, mein Name ist Paul Unterländer. Hier im Hintergrund befindet sich Manuel Haas. Der ist nämlich zurück in Wien. Wir schauen uns die Form an. Einfach mal 20 Kilo im Vergleich zu seiner Wettkampf-Diät zugenommen. Also wir werden sehen, wir werden sehen, wie das Ganze nackt aussieht. Machen ein Posing für euch, ein geiles Training. Deshalb viel Spaß beim Video. Wie immer starte ich meinen Pull-Day. Heute ist nämlich Pull-Day mit Überzügen. Ich schaue, dass mein Rücken gut vorkommt. Ich denke, ich habe auch gute Verbesserungen gemacht. Will aber natürlich noch einiges draufsetzen. Deshalb ist jeder Satz im vollen Fokus. Versuche wirklich alles rauszuholen. Und schon bei den ersten Sätzen hier den Pump krass zu spüren. Das ist bei Überzügen sowieso absolut heftig. Also ich feiere die Übung. Wir sind nie wieder setzen. Ist einfach richtig geil, direkt damit Training zu starten. Ich habe auch schon richtig geiles Feedback von euch bekommen. Immer wieder, wenn ich einen treffe, der gesagt hat, bei Brusttraining habe ich auch schon mit Voraktivierung gearbeitet oder bei Rücken. Spürt eigentlich alle mega. Deshalb gerne mal ausprobieren. Oder falls ihr sowieso keine Probleme habt, bleibt bei dem, was ihr bis jetzt macht. Schön im Halbkreis rudern, vorne runter nach hinten ziehen und ich schwöre das Gefühl, beste. Wieder back to the Arnold Split. Ich feiere es auf jeden Fall. Paul meinte, er könnte nicht mehr so trainieren, aber ich habe es ausprobiert und ich fand es ganz cool auf jeden Fall. Okay, jetzt 100 Kilo auf der Flachbank. Ja, mal schauen. Mal gucken hier. Was immer? Nee, ich probiere es mal selber. Okay. So easy waren die noch nie, glaube ich. Die Leute machen sich wahrscheinlich lustig, weil ich seit einem Jahr 100 Kilo auf der Bank drücke. Aber Freunde, Bankdrücken ist nicht so mein Main-Fokus. Ich versuche mich zwar da auch zu besseren Stärke zu werden, aber ich habe danach noch zwei, drei andere Übungen da. Das ist dann bei mir so all in, das was noch möglich ist mit deiner Brust. Da zerfick ich einfach. Also Manuel hat sein Volumen pro Training dann jetzt auf jeden Fall massiv. Ich glaube, ja. Du machst drei, vier Übungen mittlerweile. Ich mache drei, vier Brustübungen, weil, aber ich habe auch gesehen, dass es eben gut vorangeht und deswegen belasse ich das auch so bei. Meine Brust regeneriert eigentlich recht schnell, von dem her kein Struggle da, was das angeht. Also jeder so, wie er Bock hat, wie es einem gefällt, wie man die besten Fortschritte macht. Wir machen jetzt beide gleich weiter am Latzug. Zweite Rückenübung gleich auch für den Lat weiter. Und zwar versuche ich hier Ellbogen vor dem Körper zu lassen. Das ist bei dem Griff eigentlich ziemlich geil, weil die Position automatisch schon so ist, dass der Ellbogen eigentlich vor dem Körper bleibt, dann zu Hüfte rudert. Was ich hier nur ein bisschen nerviger finde, dass man recht stark den Bizeps spürt, halt aufgrund des Griffs, den man, finde ich, im Obergriff nicht so krass hat. Aber es ist trotzdem eine richtig geile Übung für den Lat. Und vor allem mit dem Mac-Griff hier absolut geiles Gefühl. Danach habe ich ja sowieso noch zwei andere Übungen, wo ich mich dann noch mal mehr aufs Muskelgefühl fokussieren kann. Aber jetzt einfach ein bisschen Gewicht bewegen. War schon gut schwer, du. Direkt nach Bankdrücken. Jawohl. An den Latzug. Ich kann mich noch erinnern, im Top-Gym lief bei uns jedes Training so. So, es geht weiter mit DY Rows, Dorian Yates Row. Das Geile ist eigentlich ähnlich wie eine Low Row. Man kann richtig geil auch schön zur Hüfte ziehen. Ich versuche meinen Oberkörper leicht zu crunchen, wenn man so eben die beste mögliche Lat-Aktivierung hat. Dazu nehme ich Zughilfen, damit ich halt so wenig wie möglich aus dem Unterarm ziehe und alles aus dem Lat hole und dann wird einfach einarmig durchgezogen, so gut es geht. 75 Kilo pro Seite, gutes Gewicht, gute Ausführung und hoffentlich gute Gains. Oh.
Also Gefühl ist auf jeden Fall endlich, ich schwör. Der Rücken, jedes Mal macht so Spaß, ist geil. Manu macht jetzt auch mal Pause vom Brusttraining und zieht die Rücken durch, let's go. Es sieht auf jeden Fall so aus, als wären Rückengains gemacht worden. Wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal in den Posen an und checken die Form. Okay, das Training wäre beendet. Jetzt würde ich sagen, schauen wir es denn nicht mal mehr Teenager an. Wobei eigentlich ist doch, es noch. Eigentlich ist es noch, aber jetzt zumindest nicht mehr Jugendlicher. Damals noch mit 16 das erste, das 15 mit erste Posing rausgehört. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal knapp 7 Monate nach dem letzten Wettkampf an. Einige sind ja nicht draufgekommen. Wie viel wiegst du jetzt mehr? 93 wiege ich jetzt. Also 75 war so das letzte Mal. Also schon Mal, fast 20 Kilo mehr, ist auf jeden Fall ordentlich. Ja. Wir sind jetzt zum Beispiel knapp 15 Kilo drauf, also 20 Kilo mehr. Ich bin gespannt, wie der Hase jetzt nackt aussieht im Training. Habt ihr vielleicht schon ein paar Eindrücke gesehen? Ich habe es auch immer wieder auf der Insta-Story gesehen, wie er jetzt in Dubai ausgesehen hat. Auf jeden Fall Pralität ist da, Masse ist da, Gewicht ist da. Mal schauen, ob auch Muskeln draufgekommen sind. Bauchmuskeln sind nicht mehr. Bauchmuskeln sind nicht mehr. Aber die waren aber die auch nie der Stärkste, muss man sagen. Nein, wenn ich, ja. Aber sie, ich, ja, wurscht. Und Manu hat jetzt sein Trainings mal wieder geswitcht, hat er eh letztens schon gesagt. Auch Brustdrücken, aber die Schultern, Junge, Junge. Okay, dann mach mal die Line-Up-Posen. Ja, die kurzen auch auf jeden Fall massiv aus. Ja. Leon. Ich würde sagen, ich lasse ihn jetzt einfach mal durchposen und sage dann im Nachhinein was. Ich auf jeden Fall finde, Beine ist echt gut was draufgekommen. Beine sind natürlich bei dir auch der Hauptfettspeicher, würde ich mal sagen. Das ist ja auch zuletzt das Wasser rausgegangen, das Fett rausgegangen vom Wettkampf. Aber trotzdem, was Beine angeht, definitiv krass verbessert. Ansonsten Schultern, Arme genauso. Die Arme waren so groß. Auch was Lat angeht, ich würde sagen, generell einfach auch gut aufgebaut. Klar ist jetzt auch mehr Fett dabei wahrscheinlich jetzt. Ich muss auch ehrlich gestehen, zum Beispiel, das ist jetzt nicht der perfekteste Zeitpunkt, weil ich habe letzte Woche dreimal wirklich, ich sag mal so, übertrieben wieder mal mit Essen. Ja. Aber ja. Ja, vor allem gestern auswärts gegessen nur. Ja. Dann ist vielleicht ein bisschen mehr Wasser oder ein bisschen mehr Schwammigkeit auch am Start. Aber ich würde sagen, trotzdem generell sehr, sehr geil aufgebaut. Das Ding ist, da sind wir beide eigentlich sehr ähnlich. Ich coach Manu jetzt nicht aktiv in seiner Offseason. Ich sage jetzt nicht, ist das und das so und so viele Kalorien, mach diese Übungen unbedingt. So darfst du auf keinen Fall trainieren, sondern er ist da sehr selbstständig, genauso wie ich. Ich habe jetzt eigentlich auch nur einen Coach dann kurz vor der Wettkampfvorbereitung, einfach um drüber zu schauen, über die Form. Vielleicht einfach noch ein paar Kleinigkeiten auszumerzen, aber grundsätzlich sein Aufbau, sein Trainingsplan macht er recht alleine und dann checkt man einfach, ob es gute Erfolge macht oder nicht. Und wenn nicht, dann unterhält man sich vielleicht nochmal, ändert Kleinigkeiten oder wechselt mal Übungen. Finde ich auch wichtig, dass man selbst, keine Ahnung, dass man in die Hand nimmt und seinen Körper auch besser kennenlernt und Sachen ausprobiert und so weiter. Also finde ich wichtig. Und es funktioniert offensichtlich gut, du hast ja auch eine geile Atmosphäre in Dubai. Deshalb top Fortschritt gemacht und dann schauen wir mal, was es dran hängen bleibt. Jetzt, er ist erst 18, hat seinen ersten Weltcup mit 17 gemacht. Also hast du massig Zeit. Ich glaube, den nächsten müsst ihr vielleicht erst mit 19, 20. Ja, so nächstes Jahr, übernächstes Jahr, weil ich will jetzt wirklich. Oder wobei, übernächstes Jahr. Ja, wobei nächstes Jahr bist du eh 19. Ja. Frühestens nächstes Jahr sowieso. Bis 23 kannst du sogar noch die Union starten. Deswegen. Das heißt noch 4 Jahre. Ja. Also er hat auf jeden Fall noch massig Zeit und da kann auf jeden Fall noch gut was drauf. Und ich denke, nächstes Mal auf der Bühne ist auch einiges verbessert. Das ist geil. Ich meine, du trainierst ja erst wie lange? Nicht mal 3 Jahre? Doch, schon jetzt ein bisschen mehr als 3 Jahre. Okay. Ja, aber trotzdem, ist krass. Also, wir sind gespannt, was da noch vorangeht. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, Abo nicht vergessen, schaut bei Manu vorbei. Da gibt es wieder Content aus Wien. Viel Unterhaltung habe ich gesehen. Yes. Also, macht's gut. Ja, heute wissen wir schon. Gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Peace. Ciao.